Also das Besondere am Viktor Gollancz Haus ist erstmal, dass wir 10 verschiedene Wohngruppen haben, auf denen immer 11 Bewohner, 11 bis 12 Bewohner leben. Und 2 Hauptpflegeschwerpunkte in unserer Einrichtung ist die Pflege muslimischgläubiger Bewohner. Und zum einen und zum anderen, wir haben 2 Wohngruppen mit Menschen, dort wohnen Menschen mit einer fortgeschrittenen demenziellen Erkrankung. Also uns ist ganz wichtig, dass unsere Bewohner würdevoll gepflegt und versorgt und betreut werden, dass unsere Bewohner individuell gepflegt werden, dass sie ihre Gewohnheiten beibehalten können, dass sie biografieorientiert gepflegt werden. Auch ist uns sehr wichtig, dass die Selbstbestimmtheit unserer Bewohner erhalten bleiben kann. Ganz besonders achten bei der Pflege und der Betreuung unserer muslimischen gläubigen Bewohner sind natürlich die Mahlzeiten. Das heißt, die Mahlzeiten sind alle halal. Wir kaufen auch von einem zertifizierten Metzger ein. Wir haben natürlich türkisch sprechendes Pflege- und Betreuungspersonal. Unsere Bewohner können eigentlich von morgens bis abends ganz viel unterschiedliche Aktivitäten wahrnehmen. Das geht eigentlich schon nach dem Frühstück los, da geht es los mit dem Presseclub, da wird von der Zeitung vorgelesen. Dann gibt es Angebote wie Gymnastik, Singen, Bingo-Runden. In der Regel kommt dann das Mittagessen, so gegen 12, halb eins. Wir haben aber Korridore, die Bewohner können sich aussuchen, ob sie zusammen essen oder in ihrem Zimmer essen wollen oder in der Cafeteria bei uns. Nachmittags gibt es auch ganz viele verschiedene Veranstaltungen, die unsere Bewohner wahrnehmen können. Ein großes religiöses Angebot, welches unsere Bewohner wahrnehmen können. Kegelrunden, Kunsttherapie, auch nochmal Gymnastikrunden und noch vieles weitere. In meinem Beruf, ich bin examinierter Altenpfleger vom Beruf, gibt es sehr, sehr viele schöne Sachen in meinem Beruf insgesamt. Aber ganz besonders schön ist es zum Beispiel, wenn wir mit unseren Bewohnern eine große Feier hatten und alle Bewohner sind danach zufrieden und bestätigen mir auch, dass es ihnen sehr gut gefallen hat. Das ist so ein Tag zum Beispiel, wo ich auch glücklich nach Hause gehe und zufrieden bin.